Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir speichern jetzt erstmal. Wir warten jetzt noch drauf, dass wir hier mit dem Walzen fertig sind, dann können wir in den nächsten Tag gehen. Jetzt haben wir mal die ganzen Ballenpressmissionen nicht mehr, die möchte ich nicht sehen. Hier können wir zum Beispiel einen Ernteauftrag annehmen. Wir haben ein paar Grubbermissionen. Sorghumhirse liefern. Roggen. Zucker. Zucker können wir vielleicht sogar machen. Was sind das? 11.000? Irgendwas. Zucker, Zucker, Zucker. Zucker müsste doch hier irgendwo sein. Da haben wir doch Zucker. Ja, würden wir sogar noch mit Gewinn rausgehen. Ah, liefern wir mal den Zucker an der Edeka. Wenn wir nur drei Palettchen auslagern und dann haben wir's. Und mit den anderen haben wir auch mal wieder ein bisschen was gemacht. Wir haben sogar Wasser eingelagert. Diesel haben wir auch eingelagert. Ah, gut zu wissen. So, jetzt bevor ich irgendwas mache, nehmen wir das mal an. Den Oxidiermittel hätten wir liefern können. Sehe ich gerade. Zucker. Tun wir natürlich akzeptieren. Und das müssen wir zum Edeka bringen. Ist er zum Glück nicht weit. Hier links der Mod weg. Oder beide Mods weg. Warum? Der Vehicle Inspector ist weg und der andere ist weg. VIP-Aufträge, Kaufpreisauflöser, hat umschalten, Autoloader, dann haben wir hier Enhanced Vehicle. Drive. Keine Ahnung. Hier. Okay.
Warum habe ich jetzt hier den Ding nicht mehr? Oh. Contract Hard Lure. Das ist wahrscheinlich wegen dem Lieferauftrag. Ich glaube, das mag er nicht so. Will hier gleich mal neu starten. Ja gut, vielleicht deswegen. Ah, aktive Verträge 0. Ha. Das ist ja doof. Liefer- und Transportauftrag abgeschlossen. Ah, jetzt ist er wieder da. Was? Multisilo-Palettenlager. Aha. Na, das will ich ja nicht wissen. So, also es hat wirklich an dem gelegen. So, hier fahren wir es wieder raus. Es hat es wirklich daran gelegen, an diesem Contract hat. Gut zu wissen. Ja, gut zu wissen. Das ist nicht so gut, ne? So, aber ich werde jetzt doch trotzdem einen Drescher kaufen. Da wir dann am nächsten Tag den losschicken können. So, dass wir den eben am nächsten Tag dann losschicken können. So, soll es nochmal fünfmal machen. Mal soll nochmal fünfmal machen. Dann haben wir eine Million drin. Haben hier in dem Lager immer noch 2,5 Millionen. Und hier ist dann erstmal genug drin beim Stroh. Über 1 Million. Ja, soll das nochmal machen. Fünfmal, das passt dann schon. So, das heißt, der ist jetzt noch fleißig am Mulchen. Der ist jetzt auch schon fast fertig. Nice, der wird halt noch ein bisschen länger brauchen. Da kann aber in den nächsten Tag hineinarbeiten. Jetzt aber zuerst schauen wir mal noch im Schnäppchenmarkt vorbei. Nein, da ist keiner drin. Dann gehen wir natürlich zum Drescher. Ja. Ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Fassungsvermögen. Dann wird das hier die 33. Und den sind wir einfach so frech und kaufen uns den. So, dann müssen wir hier rein. Dann kaufen wir uns einmal das hier. Das wird noch, da wird noch Farbwahl hinzugefügt. Und bei dem wird noch die Farbwahl korrigiert. Ah, oh je, die falsche Version. Da habe ich die falsche Version. So, aber ist ja egal.
jeden Fall ist den Drescher. Ach guck, Precision Farming wollte ich ja noch gucken. Ob wir da jetzt das noch als Feld drin haben oder nicht mehr. Ach, wo haben wir es dann jetzt? Da. Feld 4. Nein, haben wir nicht mehr drin. Sehr gut. Das heißt, auch meine Umweltbewertung geht dann wieder nach oben. Ja, hier haben wir noch. Hier haben wir es noch drin. Ja, hier überall. Also müssen wir erstmal. Das hier alles, glaube ich, kaufen. Pass mal auf, ich kaufe mir das jetzt einfach. Ich kaufe mir das jetzt einfach schnell. Spring hier hin. Und gehe nochmal ins Baumenü. Müsste ich jetzt theoretisch bis zur Straße hin malen können. Theoretisch. Genau. Die Straße mal, nein. So, muss halt hier irgendwie ein bisschen besser ausmalen. Ah, guck, hier war noch ein bisschen was. Ja, sieht es zwar nicht ganz so schön aus, aber das hilft mir dann auf jeden Fall. Gut, das passt. Ja, ist ja ärgerlich, dass man das halt nicht komplett malen kann. So, und hier hinten haben wir auch noch ein Minimal. So, halbwegs gerade abschneiden. So passt das. Also es dürfte jetzt hier nicht mehr auftauchen. Was wir dann gerade noch malen, ist gerade die Einfahrt, wenn wir sie jetzt schon haben. Oder malen können. So. Genau. Jetzt schauen wir mal, ob wir das wieder verkaufen können oder ob das sagt, nö, ich habe was verändert. Okay, das ist auf jeden Fall so geblieben. Jetzt passt. So. Sehr schöne neue Drescher. So, fahren wir auf jeden Fall den Uldi zurück. So. Ist schon ein Monster, was wir uns da jetzt gekauft haben. Können wir theoretisch auch die Lavendelernte machen. Ja, jetzt auch Lavendel ernten. Unser Kollege fährt das da noch. Da sind wir auch, die Einträge sind weg. Also es lag wirklich an dem Contract-Mod und den Lieferaufträgen. Und die zwei verstehen sich nicht so. So, jetzt warten wir kurz, bis wir hier so weit fertig sind. Dann können wir es wegstellen. So.
könnte jetzt. Nee, ich bin zu weit weg zum Tanken. Schade. Na gut, das dauert ein bisschen, klein bisschen zu lang. Aber gut, meine Freunde, das wär's dann gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.